Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eben die Neuzugänge von September bis Dezember gedreht. Ich habe wieder viel zu viel Müll erzählt, das eigentlich niemanden interessiert, aber egal. Ich bin dann zwischendurch immer mal wieder aufgesprungen, weil mir noch eingefallen ist, das Buch hast du auch noch gekauft und das Buch hast du auch noch gekauft, weil ich einfach meine Liste, die ich sonst immer sorgsam pflege, nicht mehr gepflegt habe in den letzten Wochen und Monaten, weil, ja, wenn ich mir mal ein Buch gekauft habe, habe ich es meistens dann auch gleich mit irgendwie gelesen und ja, dann flog es halt nicht mit auf die Liste, sondern ich habe es vergessen und ja, deswegen war das jetzt gerade wieder mal ein sehr chaotisches Video und Milo wollte dann noch ganz dringend auf meinem Schoß auf einmal sitzen und dann kam mein Mann nach Hause und dann rief er zwischendurch nochmal an und ja, Leben eben, ne? Wie das halt immer so ist. So, und dann habe ich heute festgestellt, meine Softbox fällt auseinander. Ich wollte meine Softbox aufbauen und auf einmal zerbröselte dieser Bezug, der über die Softbox nochmal drüber kommt, ne, um das Licht ein bisschen zu dimmen, der bröselte auf einmal so auseinander und löste sich in seine Bestandteile auf. Ja, kann ich jetzt wohl wegschmeißen. Also nicht die komplette Softbox, aber den vorderen Bezug. Ja, meine hat jetzt 5 Jahre gehalten, gell? Also dafür, dass ich für das Ding, glaube ich, 30 Euro bezahlt habe, ist das schon okay, wenn das jetzt nach 5 Jahren kaputt geht. Aber ich habe meine ganze Wohnung voll gebröselt mit dem Scheiß. Überall liegt dieser Kack rum. Ah, naja, auf jeden Fall musste ich jetzt eine Notfalllösung irgendwie herholen, weil mein Deckenlicht ist ja nicht hell genug. Und deswegen sitze ich jetzt im Büro mit meiner BenQ-Lampe. Das ist ja eigentlich eine Leselampe, aber diese Lampe steht inzwischen bei mir im Büro. Und die macht echt gutes Licht für einen Stream, so, wenn ich streame, deswegen steht sie inzwischen hier und erleuchtet mich beim Zocken. Ja, manchmal sitze ich auch hier und lese auf meinem Bürostuhl, also von daher ist das ja, ist ja eigentlich auch alles egal. Auf jeden Fall war es jetzt gerade schon wieder chaotisch wie immer und ja, wie gesagt, die Lampe leuchtet mich jetzt auch an, weil sonst wäre ich einfach extrem dunkel. Heute ist auch so ein Tag, wo es sehr bewölkt ist und unsere Wohnung, wo wir wohnen, ist ja die dunkelste Wohnung ever und ich bin schon wieder unscharf. Kamera, warum hast du mich schon wieder so sehr? Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, jetzt habe ich die Neuzugänge gedreht und jetzt fange ich gleich noch mit einem neuen Weekly Reading an. Ich habe das andere Weekly Reading ja jetzt die Woche online gestellt und ich war ja krank, ich war ja zu Hause und ich habe ja Gott sei Dank seit gestern wieder Stimme. Ja, ich hatte ja gefragt nach einer Alternative für das Weekly Reading, weil ich quatsche ja auch sehr viel über Privates in diesen Videos und es geht ja halt nicht nur ums Lesen. Und ein Vorschlag hat mir sehr gut gefallen und zwar war das Weekly Living, also wöchentliches Leben halt einfach. Und ich überlege halt, ob wir die Weekly Readings in Weekly Living einfach umbenennen sollten. Also es ändert sich ansonsten nichts außer der Name, aber da ich halt wie gesagt nicht nur über Bücher rede, sondern auch sehr viel über privaten Kram quatsche, euch so mal auf dem Laufenden halte, was hier so passiert und Milo will schon wieder auf meinen Schoß. Ja, deswegen habe ich halt überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn wir das Ganze umbenennen und nicht mehr Weekly Reading halt nennen, weil es halt ja nicht nur ums Lesen geht. Milo hat inzwischen seinen Body wieder an. Wer das Neuzugänge-Video gesehen hat, hatte er den Body noch nicht an. Aber ich kann ihn nicht ohne diesen Body im Moment rumlaufen lassen, weil er sonst sofort seine böse Stelle wieder leckt. Und dann geht die wieder auf und dann entzündet die sich wieder. Gell, mein Schatz, und dann blutet es wieder und dann musst du wieder Tabletten nehmen und das wollen wir nicht. Deswegen muss er jetzt immer mit so einem Body hier rumlaufen. Ist für ihn nicht ganz so schön, weil er sich dadurch auch seinen Pipi-Mann nicht lecken kann. Das macht er ja sehr, sehr gerne als Rüde. Und ja, ist ein bisschen umständlich auch mit dem Teil, weil wenn wir rausgehen, muss ich es ausziehen, hier drinnen dann wieder anziehen. Und ist ja immer ein bisschen nervig, aber na gut, so ist das. So, und seht ihr, das erzähle ich ja auch immer in den Weekly Readings, also so privaten Kram. Und deswegen fand ich den Weekly Living Vorschlag von, jetzt muss ich mal kurz gucken, von wem dieser Vorschlag kam. Wartet mal, lasst mich mal ganz kurz gucken. Also ich habe noch mehr Kommentare bekommen, wie man das Ganze nennen könnte, aber der Vorschlag hat mir am besten gefallen. Okay, da ist er nicht mehr drin, ich muss mal direkt ins Video gucken. Alina P. hat den Vorschlag gemacht. Liebe Alina, vielen, vielen Dank für diesen Vorschlag. Dieser Vorschlag hat auch die meisten Likes erhalten von anderen. Wie gesagt, ansonsten würde ich an dem Format nichts weiter ändern. Ich würde euch weiterhin erzählen, was ich so lese und gelesen habe. Aber wie gesagt, da wir halt auch sehr viel über privaten Kram quatschen, würde ich es halt ansonsten umbenennen in Weekly Living. Danke, liebe Alina, nochmal für den Vorschlag. Ich finde den super. So, ja, jetzt habe ich euch von Milo ja schon erzählt. Das habe ich im Neuzugänge-Video auch schon erzählt. Wir hatten ja so leichte Probleme mit einer Entzündung bei ihm hier. Der hat hier so eine
Stelle, da hatte er eine Teigdrüsenverstopfung. Ich muss niesen. So, Schnupfen. Ich habe immer noch Schnupfen und meine Stimme ist auch immer noch ein bisschen angeschlagen, aber nicht mehr so schlimm. Auf jeden Fall hat er hier so eine Stelle gehabt, die hat er sich wundgeleckt. Da war meine Teigdrüsenverstopfung und das ist irgendwie nie richtig zugeheilt. Und durch das Cortison, was er ja dauerhaft bekommt, ist der Heilungsprozess bei ihm halt auch sehr, sehr verlangsamt. Und ja, auf jeden Fall hat er dann nachts, immer wenn wir geschlafen haben, der kleine Sack, hat er sich die Stelle immer geleckt. Und dann war das irgendwann richtig wund und rot und dann sind wir zum Tierarzt und die haben es dann ausgespült und sauber gemacht und er hat jetzt Antibiotikum gekriegt, dass es halt diese Entzündung erstmal wieder weggeht. Das hat auch alles super funktioniert, aber ja, jetzt ist halt Body anziehen angesagt. Gell, mein Schatz? Hm? Da musst du jetzt durch, wenn du da immer wieder dran rumleckst. Da musst du jetzt durch. Ja, auf jeden Fall geht es ihm gut. Ihr seht ja, er ist tiefenentspannt. Alles im grünen Bereich hier mit dem kleinen Mann. Ansonsten habe ich die Woche gelesen. Ich habe jetzt überlegt, was ich noch erzählen wollte. Ich wollte sagen, was ich gelesen habe. Ich habe zum einen die Woche gelesen Only With You, Du Bist Mein Größtes Glück von Geneva Lee. Das ist der dritte und glaube ich auch letzte Teil dieser Reihe Girls in Love. So heißt die Reihe Girls in Love. Das ist, glaube ich, der dritte und letzte Teil dieser Reihe. Da ging es ja um diese drei College-Freundinnen und die haben jetzt alle ihren Mann fürs Leben gefunden. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Ich glaube, der erste Teil ist und bleibt so für mich der beste, einfach weil die Geschichte am ergreifendsten ist, aufgrund dieser chronischen Krankheit, die die Protagonistin da im ersten Teil hat. Aber der dritte war definitiv besser wie der zweite. Vom zweiten war ich ja echt schon ein bisschen enttäuscht. Der hat mir so lala gefallen, der war süß und niedlich und so, aber irgendwie konnte mich die Geschichte nicht so 100% überzeugen, aber die hier, die war richtig cool. Die hat mir gefallen, war auch wieder eine super süße Liebesgeschichte so für zwischendurch. Und hier geht es jetzt um Cassie und Jillian und Jess haben ja schon ihren Traummann gefunden und Cassie denkt sich so, ja, ich gib's auf mit den Männern, ich finde meinen Traummann sowieso nie. Und sie macht jetzt über den Sommer ein Praktikum in einer Agentur und soll dort sich um das Marketing kümmern und trifft dann dort am ersten Tag auf ihren Ex-Freund, der sich heimlich auch für dieses Praktikum beworben hat. Und ja, das ist natürlich kein so guter Start. Und ihr neuer Chef, der unglaublich gut aussehende, attraktive neue Chef, der auch noch gar nicht sehr alt ist, der kriegt halt mit, wie sie ihn am ersten Tag so übelst zusammenstauchen tut und ihn übelst so verbal angeht. Und ja, das macht natürlich keinen so guten ersten Eindruck auf sie. Und ja, was dann halt mit Cassie und ihrem Praktikum und dem Chef und dem Ex-Freund alles so passiert, das ist, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich fand die Geschichte süß und ja, mir hat sie sehr gut gefallen. Dann habe ich heute beendet Pandemonium von Lauren Oliver. Chaos, Wirrnis, Tumult steht hier vorne drauf. Ich muss sagen, ich habe mit Annika festgestellt, wenn wir dieses Buch vor 5, 6 Jahren gelesen hätten, auf unserem Dystopien-Hoch und auf unserem Dystopien-Hype, dann hätten wir dieses Buch wahrscheinlich sehr, sehr gefeiert damals. Ich fand ja Delirium gut, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und so ging es mir mit Pandemonium auch. Es war eine gute, solide Geschichte, die Spaß gemacht hat, wenn man sie gelesen hat. Die hatte auch ihre spannenden Momente und ihre traurigen Momente, aber mich hat dieses Buch irgendwie nicht mitgerissen. Ich habe es gelesen und dachte so, ja, ja, okay, oh, ist jetzt traurig, ja, aber es hat mich persönlich irgendwie nicht ergriffen und mich persönlich hat es nicht so berührt. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich glaube, wie gesagt, so vor 5, 6 Jahren wäre das vielleicht noch anders gewesen, aber ich habe in der Zwischenzeit natürlich viel, viel mehr andere Geschichten gelesen und ich bin halt ein Mensch, ich brauche Spannung, ich brauche Action, ich brauche Witz und ich brauche eine ordentliche Liebesgeschichte. Und ich glaube, mir hat hier so in diesem Buch so ein bisschen der Humor gefehlt. Dieses Buch ist sehr ruhig erzählt und die Spannung baut sich zwar auf, aber nie so richtig dramatisch. Ne? Also der Spannungsbogen ist da, aber für mich fehlte da immer noch so ein bisschen was. Und ich finde, dass der zweite Teil jetzt hier, das ist ja der zweite Teil der Amo-Trilogie, man merkt halt, dass es da so ein Übergangsteil ist. Und was mich halt auch so ein bisschen gestört hat, ist so dieser Wechsel zwischen damals und heute. Also man liest immer damals und dann Kapitel heute, dann Kapitel damals, dann Kapitel heute. Nur damals und heute liegen vielleicht 6 Monate auseinander. Also so viel damals, oh Milo, was machst du denn? So viel damals ist es halt eigentlich nicht. Und das fand ich so ein bisschen nervig. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man halt damals erzählt hätte und daraufhin dann die Entwicklung zum heute erzählt hätte. Das hätte für mich irgendwie mehr Sinn ergeben. Ja, aber ansonsten, Geschichte war ganz gut.
Und ich bin jetzt auf den dritten Teil gespannt, den will ich mit Annika auch auf jeden Fall lesen, denn die letzten zwei Seiten von diesem Buch waren so, oh, 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 okay, okay, cool, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ja, also dieses Buch hat so einen ganz gemeinen Cliffhanger am Ende, was die Liebesgeschichte betrifft. Und ich möchte jetzt schon gerne wissen, wie es weitergeht. Und ja, mal gucken, wann ich mit Annika weiterlese. Wir haben jetzt beide gesagt, wir brauchen jetzt erstmal beide eine Liebesgeschichte. Ich werde dann als nächstes Boston Nights von Samantha Young lesen. Das Buch liegt drüben in der Stube. Ich kann jetzt leider gerade nicht mehr aufstehen, weil Milo hat sich jetzt hier zusammengerollt. Ja, das wird mein nächstes Buch und danach muss ich mal gucken, was ich lese. Vielleicht lese ich dann endlich mal das Gestaltenwandlerbuch. Das müsste ich auch mal noch lesen. Oder Lifehack oder Neonbirds oder Magieflimmern. Ich habe so viele Bücher hier rumliegen. Es ist unnormal. Naja, auf jeden Fall, das waren die letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe bis jetzt dieses Jahr 4 Bücher gelesen. Ich habe mir für Goodreads 75 Bücher dieses Jahr auf die Liste gesetzt. Ich habe es so ein bisschen nochmal runtergenommen, weil ich halt dachte so, wenn ich halt nicht wieder so in meinen Leseflow reinkomme und es dabei bleibt, so wie es jetzt ist, dass ich so 4, 5 Bücher im Monat lese, da komme ich so auf 60. Vielleicht schaffe ich, wenn ich Urlaub habe oder so, mal ein bisschen mehr. Deswegen habe ich mich so für 75 entschieden und ich denke, das sollte ich schaffen. Und da war der Akku leer. So, wartet mal. Ach, ich schraube das jetzt hier nicht wieder da oben drauf. Ich halte das jetzt einfach mal so fest. Ja, auf jeden Fall habe ich 75 Bücher auf die Challenge gesetzt. Ich denke, das ist zu schaffen, auch wenn ich mein Lesepensum nicht wieder erhöht bekomme. Aber ich denke, das sollte ich hinbekommen. Ansonsten, was das Lesen betrifft, gibt es sonst, glaube ich, nichts Neues. Gekauft habe ich noch kein Buch. Ich war ja jetzt auch die letzten anderthalb Wochen krank. Mich hat es ja komplett weggebrettert. Meine Stimme war ja komplett weg. Ich bin froh, dass sie seit gestern wieder da ist und ich Montag auch wieder auf Arbeit gehen kann, dass die Erkältung soweit jetzt alles raus ist und weg ist. Und ja, ist furchtbar. Aber das ist halt auch dieses komische Wetter. Bei uns ist es nicht kalt. Wir haben im Schnitt 10 Grad, aber immer so minus 5 Grad, 10 Grad, minus 5 Grad, 10 Grad. Das wechselt so von Tag zu Tag oder auch am Tag. Frühs kommst du raus, es sind 10 Grad plus und abends auf einmal hast du minus 5 Grad. Und ich denke mir so, wow, what? Was ist hier los? Naja, auf jeden Fall ja, hat es mich dadurch ein bisschen entschärft. Was ich beim letzten Weekly Reading ja so ein bisschen angeteasert habe, war ja, dass ich Neuigkeiten habe. Dass ich darüber aber noch nicht sprechen kann, weil es noch nicht in Sack und Tüten ist. Es ist im Prinzip immer noch nicht in Sack und Tüten, aber eigentlich schon. Also wir haben die mündliche Zusage. Es ist halt nur noch nicht alles schriftlich unterschrieben. Das machen wir aber in 14 Tagen. Da haben wir jetzt schon den Termin. Und zwar, wir ziehen um. Nicht in ein Haus, sondern in eine andere Wohnung. Wir haben eine Wohnung gefunden, oder besser gesagt, uns wurde eine Wohnung angeboten über unsere Genossenschaft, wo wir jetzt auch wohnen. Und diese Wohnung ist ein Traum. Also mein Mann und ich, wir haben uns beide in diese Wohnung verliebt. Jetzt muss ich das doch nochmal hier oben abstellen. Ah, so, wir haben uns in diese Wohnung verliebt, wir haben sie gesehen und haben gesagt, wir möchten diese Wohnung haben. Diese Wohnung ist auf jeden Fall, was das Wohnzimmer betrifft, um einiges heller wie jetzt. Es ist eine Dachgeschosswohnung. Ich weiß, Dachgeschoss, das wird sehr warm werden, bla bla. Wir haben uns da jetzt auch schon wegen Lösungen was rausgesucht und so. Das ist uns beiden bewusst, dass es sehr warm wird, aber diese Wohnung ist einfach so unglaublich toll. Diese Wohnung ist so cool. Die hat ein riesiges Badezimmer, einen großen Flur. Wir haben da zwar nur ein kleines Schlafzimmer, aber das ist nicht wichtig. Aber wir haben ein riesiges Wohnzimmer und diese Wohnung ist einfach der Hammer. Und wir haben einen Fahrstuhl. Das heißt, wir müssen nicht bis in die 5., 6. Etage laufen, sondern wir können einfach mit dem Fahrstuhl fahren. Und ja, diese Wohnung ist toll. Wir haben uns, wie gesagt, beide in diese Wohnung verliebt. Und ja, wir werden umziehen. Ende Februar, Anfang März. Da kann es dann also sein, dass es mit Videos nochmal so ein bisschen stockt. So für 14 Tage, bis der Umzug und alles durch ist. Aber ja, ich freue mich einfach im Moment, dass das geklappt hat mit der Wohnung. Ich hätte echt nicht mehr dran geglaubt, nachdem das ja mit der anderen Wohnung nicht geklappt hatte, die wir eigentlich wollten in dem Neubau, den unsere Genossenschaft gerade macht. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Unsere Genossenschaft baut gerade neue Häuser und da hatten wir uns in eine Wohnung verliebt. Und für diese eine Wohnung wären wir auch bereit gewesen, ziemlich viel Geld zu bezahlen. Und ja, die haben wir dann aber nicht bekommen. Wir haben eine Alternative angeboten bekommen. Dafür hätten wir dann aber noch mehr Geld zahlen müssen und dafür hätten wir aber auch Abstriche machen müssen. Und das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann ziehen wir nicht in diesen Neubau.
Und ja, unsere Vermieterin ist einfach die beste Vermieterin der ganzen Welt und hat uns deswegen jetzt noch eine andere Wohnung angeboten. Und ja, wir haben uns schockverliebt in diese Wohnung. Schockverliebt, weil sie sehr groß ist und weil wir Angst hatten, dass sie sehr teuer wird. Aber wir haben durchgerechnet, es funktioniert alles. Und ja, wir werden umziehen. Ich freue mich so. Ha, es sind jetzt noch 6 Wochen. Und ja, kennt ihr das, diese Zeit von dem Moment an, wo ihr wartet, bis dahin, dass endlich was passiert, bis zu dem Moment, wo was passiert? Boah, das zieht sich wie Kaugummi. Also es sind jetzt noch 6 Wochen, ne? Aber was soll ich denn jetzt schon anfangen, Kisten zu packen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist für uns jetzt die Zeit des Wartens angebrochen. Ich freue mich auf jeden Fall total. Und ja, es wird cool und die Wohnung, die machen wir uns richtig, richtig schön. Das wird zwar eine Weile dauern, bis wir alles so haben, wie wir es wollen, aber ich glaube, das wird cool. Und wie gesagt, wir haben dann eine sehr, sehr helle Stube und wir haben einen großen Balkon und ich freue mich so auf diese Wohnung. Ich glaube das gar nicht. Ich habe ein bisschen Angst vorm Sommer, wegen der Hitze und der Wärme. Ich weiß nicht, wie gut diese Wohnung gedämmt ist, aber wir wissen ja alle, Dachgeschoss ist ein bisschen schwierig immer. Aber ich freue mich einfach sehr. Ja, wir ziehen um! Wuhu! Und ja, also seitens unserer Genossenschaft, die hat uns schon gesagt, dass alles seinen Gang geht, dass das alles klappt. Also wir mussten ja nochmal alles einreichen zum Prüfen und dann wird ja alles nochmal abgefragt, hier so Schufa-Abfrage und sowas. Und dann hat unsere Vermieterin gesagt, ist alles cool, alles fein, alles schick, da gab es keine Probleme. Und ja, wir ziehen um. Endlich ziehen wir aus dieser Wohnung hier aus. Diese Wohnung hier war ja von Anfang an nur so eine Übergangslösung. Wir sind ja damals aus unserer alten Wohnung ausgezogen, die ja im Prinzip die gleiche Größe und den Schnitt hat wie diese hier, nur spiegelverkehrt. Wir sind ja damals ausgezogen, weil wir so ein bisschen Terror im Haus hatten und Dominik da ja durch immer nicht schlafen konnte. Und ja, wir hatten halt schreckliche Nachbarn, sagen wir es einfach so, auf weswegen wir dann halt schlussendlich auch ausgezogen sind. Und ja, und dann sind wir halt in diese Wohnung hier rein, weil das die erst beste mögliche Lösung war, einfach da rauszukommen. Und es war von Anfang an klar, dass das hier nur eine Übergangslösung ist. Und jetzt haben wir ja trotzdem fast 4 Jahre hier drin gewohnt. 16, 17, 18, 19. Ja, 4 Jahre haben wir jetzt trotzdem hier drin gewohnt. Und ich bin echt froh, wenn wir hier rauskommen, weil diese Wohnung ist einfach so unglaublich dunkel. Und inzwischen ist die uns auch ein bisschen zu klein und ja, wir freuen uns jetzt einfach, dass wir unsere Traumwohnung quasi gefunden haben und dass wir dann jetzt umziehen. Da der Umzug Anfang März ist, hoffe ich, dass mit der Buchmesse alles klappt, aber es sollte für die Buchmesse nichts im Wege stehen. Wir kommen auf jeden Fall, wenn alles klappt, wie gesagt, am Messe Samstag. Also durch jetzt den Umzug und das alles müssen wir ein bisschen auf die Finanzen gucken. Das heißt, wir werden nur am Samstag da sein, weil ich jetzt auch durch den Umzug Urlaub nehmen muss und alles, der nicht eingeplant war. Dadurch kann ich den Freitag nicht mehr Urlaub nehmen für die Buchmesse, aber ich denke, das kann man alles verstehen und deswegen werden wir halt nur am Samstag da sein. Und ja, aber wer Samstag da ist, der kann sich gerne mit mir treffen. Ich freue mich und ich hoffe einfach, dass das klappt, dass die Sina am Messe Samstag noch da ist. Und ich hoffe, dass es klappt, dass wir hinfahren können, dass da nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Ah, so, und jetzt habe ich 20 Minuten, glaube ich, fast erzählt. Ach du Scheiße. Das wird ein sehr, sehr langes Weekly Reading Living erster Abschnitt. Ihr wisst schon Bescheid. Ich sag mal, bis gleich. Also für mich bis in ein paar Tagen für euch. Bis gleich. Hallo ihr Lieben. Ich dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe mich ja schon wieder ein paar Tage nicht gemeldet. Ich weiß gerade schon wieder gar nicht mehr, wann ich mit diesem Weekly Reading angefangen habe. Ich weiß nur, ich habe schon einen Abschnitt gedreht. Ich glaube am Wochenende. Und ich dachte mir, bevor ich mich jetzt wieder eine Woche lang nicht melde, melde ich mich jetzt gleich nochmal. Und ja, es gibt eigentlich auch nichts Neues zu berichten so wirklich. Ich hatte euch ja beim letzten Mal von unserem Umzug erzählt. Die Sarah Lina hatte das ja schon richtig erraten, dass wir umziehen. Und ja, ich freue mich immer noch mega auf die neue Wohnung. Es sind aber jetzt noch 6 Wochen Zeit bis zum Umzug. Und deswegen bin ich da noch total tiefenentspannt und mache mir da auch keinen Stress. Was macht denn Milo da hinten? Schatzi? Was hast du denn schon wieder da hinten für Blödsinn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Er hat sich auf jeden Fall seinen Kragen schon wieder andersrum gedreht. Ja, wir lassen den kleinen Stinker hier jetzt einfach mal sitzen. Ich weiß nicht, was sein Problem gerade ist. Ich überlege seit gestern, ob ich mir vielleicht die Haare wieder abschneide. Also nicht wieder richtig kurz, sondern einfach so, ich weiß nicht, so bis hier vielleicht, dass das hier alles abkommt. Aber eigentlich, ne, ich habe die jetzt so lange wachsen und erwachsen lassen und gezüchtet und die sind ja auch gesund. Und ich gehe am Freitag zum Pony schneiden. Da kommt hier
das hier, die Gardine, die kommt dann mal wieder ein Stückchen ab. Ich gehe zum Pony schneiden am Freitag und dann werde ich mal mit meiner Friseuse drüber sprechen, was die sagt. Und ich habe ja dann noch ein bisschen Zeit, bis ich wieder zum Friseur gehe, mir da Gedanken drüber zu machen, ob ich das wirklich möchte. Also ich mag die langen Haare, aber ich kann damit halt nichts anfangen. So, sie hängen halt den ganzen Tag halt hier so rum. Und eigentlich habe ich den ganzen Tag einen Zopf. Ich mache die Haare eigentlich wirklich immer nur auf, wenn ich drehe, weil das schöner aussieht, finde ich. Ansonsten renne ich den ganzen Tag mit Zopf durch die Gegend. Das ist auch irgendwie langweilig. Naja, egal. Auf jeden Fall überlege ich gerade, ob ich mir die Haare wieder ein Stückchen abschneide. Weil ihr kennt das ja, Frauen brauchen irgendwann mal was Neues und was anderes und alles ist dann doof. Und ich weiß, dass ich mich verfluchen werde, wenn ich sie abschneide, weil sie halt jetzt so lang sind. Ich glaube, ich werde mich hassen, wenn ich das mache. Und ich glaube, mein Mann wird mich auch hassen, wenn ich das mache. Der liebt die langen Haare. Mit dem brauche ich da gar nicht irgendwie drüber zu reden. Baby. Schatzi, komm mal her. Ja, so viel zum Real Life. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nicht so viel Neues zu erzählen. Ich habe gelesen. Wartet, das kann ich euch kurz zeigen. Ich habe mein Buch geholt. Ich habe gelesen. Und zwar habe ich Boston Nights von Samantha Young angefangen. Da habe ich jetzt noch, ich glaube, 80 oder 90 Seiten. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Das noch. Wo ist denn mein Lesezeichen hier? Da. 288. Ja, so knappe 100 Seiten habe ich da noch. Da bin ich fertig und ich will da jetzt noch ein bisschen drin lesen. Und ja, bis jetzt gefällt mir das Buch wirklich gut. Es ist eine richtig coole Geschichte. Ich mag die Charaktere total. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden wirklich gut. Es ist aber keine Geschichte, die einem so ans Herz geht, ne? So Brittany C. Cherry-mäßig. So ist es nicht. Es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte mit so ein bisschen Schmackes. Das gefällt mir und ja, ich freue mich, das dann jetzt zu beenden. Und was ich dann danach lese, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich dann das neue Gestaltenwandlerbuch endlich mal lese, was hier schon seit einer Weile liegt. Ja, ich glaube, das werde ich mal machen. Milo, was hast du jetzt runtergeschmissen? Ach, dein Ball. Hast du wieder auf die Couch abzulecken? Ja, also ich glaube, ich werde dann das neue Gestaltenwandlerbuch lesen. Das muss dann auch irgendwann mal dran glauben. Und ja, ansonsten bin ich so ein bisschen verzweifelt die letzten Tage an meinem alle Bücher aus 2019 Projekt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich mache einen Speedrun, ne? So alle Bücher aus 2019 pro Buch 20 bis 30 Sekunden Zeit, was zu erzählen. Dann nimmst du das nächste und dann schneidest du das alles so zusammen, dann hast du so eine halbe Stunde Video und alles ist fein. Und das hat sowas von überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann angefangen und nach 20 Minuten habe ich gemerkt, das wird scheiße. Das wird einfach nur scheiße, was du hier gerade machst. Und war absolut unzufrieden mit dem Ganzen. Und ja, habe das dann gelöscht und habe nochmal angefangen. Und habe dann halt alles so ein bisschen, schon noch schnell, aber ich habe versucht, mir halt so ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Deswegen sind im Endeffekt daraus gekommen 4 Videos, 25 bis 30 Minuten. Und es sind alle Bücher aus 2019, die ich da drinnen nochmal gezeigt habe und noch kurz was zu gesagt habe. Und ich habe gestern Teil 2 geschnitten und hochgeladen. Und jetzt kommt mein Mann. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schnell das Zimmer wechseln. Mein Mann kam gerade nach Hause. Und ja, wo war ich jetzt? Ja, ich war gerade dabei bei Video Nummer 2, was ich gestern geschnitten und hochgeladen habe, habe ich voll gemerkt, wie ich richtig schlechte Laune hatte, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Also sorry für Video Nummer 2 und vielleicht auch Video Nummer 1. Vielleicht war es mir da nicht so aufgefallen. Aber ich bin mit den Videos nicht hundertprozentig auch zufrieden. Aber ich habe da insgesamt 3 Stunden gesessen für die ganze Kacke und habe das alles aufgenommen. Und ich wollte das dann nicht nochmal neu machen. Deswegen gibt es jetzt halt einfach mal ein paar Videos, mit denen ich nicht so zufrieden bin. Aber so bin ich halt. Und dann gibt es halt auch mal sowas. Und ja, morgen schneide ich dann das vierte und letzte Video. Ich habe jetzt immer jeden Tag eins geschnitten, damit es nicht so viel wird. Weil ich brauche ja dazu schon auch immer mal so eine Stunde. Geht auf jeden Fall hin für Schneiden und den ganzen Kram einfügen und machen. Und dann muss ich das ja auch immer noch hochladen. Das dauert auch noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie es mit der Internetleitung passt. Und ja, deswegen habe ich jetzt jeden Tag ein Video fertig gemacht, damit es halt immer nicht so viel auf einmal wurde. Und ja, morgen ist dann das letzte Video an der Reihe und übermorgen geht schon das erste Video davon online. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr merkt, dass ich mich selber nerve und dass ich mich selber anpisse in dem Moment. Ich war über mich selber sauer, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und dann habe ich immer angefangen zu erzählen und dann habe ich
dann merke ich, habe ich richtig beim Schneiden gemerkt, wie ich mir dann gedacht habe, scheiße, ich bin zu langsam. Und dann habe ich die nächsten drei Bücher zack, 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 zack in die Kamera gehalten. Ich bin gespannt, ob euch das auffällt. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ja, es sind nicht die besten Videos und naja, es muss halt auch mal sowas geben. Ja, ansonsten am Wochenende will ich wieder drehen. Da kommen dann die Highlights und Lowlights dran. Und den zweiten Teil zur Flip the Page Challenge will ich drehen. Und ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Dann kann ich wieder schneiden und hochladen und dann ja, sind wir irgendwann auch mal wieder up to date. Das ist ja Jahresanfang immer so ein bisschen viel mit Highlight und Lowlight und Buch rein und das und dies. Und dann kommt man immer schwer wieder in seinen regulären Trott rein. Und ja, wir ziehen die Videos jetzt einfach so ein bisschen noch und dann ist auch alles gut. Ich habe diesen Monat noch kein Buch gekauft. Heute ist der 21. Ich habe noch kein Buch gekauft diesen Monat. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und ja, mit Boston Nights habe ich dann insgesamt gelesen diesen Monat, glaube ich, 4 Bücher. Oder 5 sogar? Ich glaube, 4. Also ich glaube, ich habe dann 4 Bücher gelesen diesen Monat bisher. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin lese ich noch. Ansonsten ist mir heute was aufgefallen, was mir so ein bisschen sauer aufstößt. Wo ich auch konsequent bin. Und wo ich jedem anderen Blogger, YouTuber da draußen auch gern sagen möchte, wenn ihr Links in Kommentare anderer YouTuber postet, fragt vorher nach, ob ihr das dürft. Es ist ziemlich unhöflich, unter einem Video von einem Blogger oder unter einem Beitrag von einem Blogger einfach einen Kommentar hinzurotzen. Hey, hier der Link zu meinem Video, darin mache ich das und das. Das funktioniert nicht. Und ich bin da auch konsequent und lösche diese Kommentare einfach raus, sobald ich sie sehe. Einige dieser Kommentare landen bei mir immer im Spam, sodass sie gar nicht erst veröffentlicht werden, aufgrund der Links wahrscheinlich, aber die, die durchflutschen, lösche ich sofort. Weil ich finde es nicht cool, wenn man andere Leute und die Reichweite anderer Leute ausnutzt, um sich selber hervorzutun. Das gehört sich nicht und schon gar nicht ohne vorher zu fragen. Wer mich fragt, kann das gerne machen, aber ohne mich zu fragen, werde ich konsequent alles löschen. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben an alle Blogger da draußen, die der Meinung sind, unter meinem Video einfach irgendwelche Links zu posten. Ich mag das nicht, ich mache das bei anderen auch nicht. Und ja, wenn ihr mehr Klicks wollt und mehr Abonnenten, dann lasst euch was anderes einfallen, als einfach irgendwelche Links irgendwo hinzurotzen. Das ist nicht cool, das ist unhöflich und das macht man nicht. So, da musste ich mal die Mutti kurz rausholen an dieser Stelle, aber ich finde es ehrlich, ich finde das nicht cool. Wenn man mich vorher fragt, hey, ist das alles kein Ding, gell, dann bin ich gerne bereit und sage, hey, poste das da drunter, ist absolut kein Thema. Aber einfach ohne zu fragen, irgendwie so einen Kommentar dahin zu schießen, so, hey, hier der Link zu meinem YouTube-Kanal, schau doch mal bei mir vorbei, ich mache auch Büchervideos. Ey, ganz ehrlich, da könnte ich kotzen einfach nur. Könnte ich einfach nur kotzen. Also, wer Links bei mir posten möchte, schreibt mir doch einfach kurz eine Nachricht auf Instagram oder eine Nachricht auf YouTube oder einen Kommentar einfach mit der Frage, darf ich das? Und dann dürft ihr das gerne machen, aber alle, die nicht fragen, werden gelöscht. So, Punkt, aus, Ende. Weil das geht mir nämlich auf den Sack. So, ja, da könnt ihr jetzt von halten, was ihr wollt und dann könnt ihr jetzt selber alle eine andere Meinung zu haben. Es ist mein Kanal, es ist meine Meinung und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Und ja, jeder, der sich da jetzt auf den Schlips getreten fühlt, tut mir leid, aber es ist nun mal meine Meinung. Ja. Ansonsten gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu erzählen. Ich erzähle schon wieder viel zu viel und viel zu lang und mecker eigentlich auch schon wieder nur rum und bin mit mir selbst unzufrieden. Und ja, deswegen höre ich jetzt auf. Mein Video ist noch am Hochladen. Da lädt es hoch, da. Und ja, das geht dann am Samstag online. Das ist jetzt das von Samstag und morgen mache ich das für Sonntag. Und am Donnerstag geht's los. Dann kommt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ein Video online. Und ja, jetzt höre ich auf, euch voll zu labern und sage einfach mal bis gleich und für mich bis in ein paar Tagen. Tschüss! Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Ich melde mich auch mal wieder. Heute ist Donnerstag. Ich habe mich, glaube ich, am Dienstag gemeldet. Also es ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Und was geht hier mit meinen Haaren? Ah, meine Haare sind noch nass. Ich komme gerade frisch aus der Badewanne und ja, ich wollte mich aber unbedingt bei euch melden, denn ich habe Post bekommen. Und wenn ihr mein letztes Weekly Reading gesehen habt, wisst ihr ganz genau, was für ein Buch da drin ist, denn ich habe ja nur dieses eine Buch angefragt beim Verlag. Und ja, ansonsten habe ich keine Bücher weiter bekommen und deswegen kann es jetzt nur dieses eine Buch sein. Wenn es jetzt irgendwas anderes ist, würde es mich echt wundern, aber ich denke nicht. Wartet. Es ist das Buch. Wuhu! So, wartet.
Hier ist noch ein Zettelchen dabei. Das ist nochmal die Inhaltsangabe. Ja, das ist nur die Inhaltsangabe, die hier noch dabei ist. Es sieht so gut aus, das Schätzchen. Ah! Da ist es. Das 9. Haus von Leyva Dugo. Ich habe es heute schon bekommen. Es kommt ja erst in 10 Tagen, glaube ich, kommt es raus. Es sieht so schön aus. Und für uns Haptiker, ne, hier die Schlange, oh, sie ist geprägt. Man kann sie anfassen. Ah, es ist so cool. Es sieht einfach so wunderschön aus, dieses Buch. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, guckt euch das an. Seht ihr es? Da. Boah, guckt euch diese... Oh, es sieht so gut aus. Ich bin gerade sehr happy. Hier steht, bitte Sperrfrist beachten. Wann darf ich denn darüber reden? Also ich nehme an, die Sperrfrist für die Buchbesprechung gilt bis zum Erscheinungstermin. Das ist der 3. Ich freue mich so, dieses Schätzchen hier zu lesen. Das werde ich am Wochenende dann wahrscheinlich tun. Und ja, ich bin schon so, so gespannt. Soll ich euch mal vorlesen, worum es geht? 8 mächtige Studentenverbindungen beherrschen nicht nur den Campus der Elite-Universität Yale, sondern bringen auch seit Generationen die wichtigsten Politiker und Künstler der USA hervor. Das 9. Haus jedoch überwacht die Einhaltung der Regeln, denn die Macht der Verbindungen beruht auf uralter dunkler Magie. Als auf dem Campus von Yale eine Studentin brutal ermordet wird, sind die Fähigkeiten der Außenseiterin Alex Stern gefragt, die eben erst vom 9. Haus rekrutiert wurde. Nur Alex ist es auch ohne den Einsatz gefährlicher Magie möglich, die Geister der Toten zu sehen. Um eine Verschwörung aufzudecken, die weit in die Vergangenheit reicht, muss Alex ihre Fähigkeiten aufs Äußerste ausreizen und einen Weg finden, mit ihrem ebenso brillanten wie arroganten Mentor Darlington zusammenzuarbeiten. Es klingt so gut. Es klingt so gut und es ist Leyva Dugo und ich bin einfach sehr hyped auf die Geschichte. Und wie gesagt, ich werde heute nicht mehr anfangen zu lesen. Es ist schon recht spät und ich bin froh, wenn ich dann gleich in mein Bettchen gehe. Ich muss mir auch noch die Haare föhnen und ich freue mich aber übelst auf das Schätzchen hier. I'm total in love. Ansonsten hatte ich ja Boston Nights fertig gelesen von Samantha Young, das habe ich euch ja erzählt. Und ich habe gestern angefangen, die Fuchsreihe nochmal zu lesen von der lieben Niki. Im März kommt hier der neue Sammelband raus und ich habe Niki versprochen, dass ich dann vorab nochmal mitlese. Und deswegen muss ich bis März wieder up to date sein bei der Fuchsreihe. Und da es jetzt einfach schon 1,5 Jahre her ist, dass ich den letzten Teil gelesen habe und ich zwar noch grob weiß, was passiert ist, aber alles andere nicht mehr so im Kopf habe, habe ich jetzt gedacht, ich lese alles nochmal, ich habe ja die Sammelbände. Und ja, ich habe gestern den ersten Teil gelesen, Fuchsgeist. Heute habe ich den zweiten Teil gelesen, das ist Fuchsfluch. Und morgen lese ich dann Fuchsseele. Die Geschichten hier sind immer so zwischen 60, 80, 90 Seiten lang in dem Buch jetzt hier. Und da lese ich jetzt jeden Tag einen Teil. Und dann bin ich so ungefähr nach 14 Tagen mit allen Büchern. Wartet mal, Sekunde. Jo, jetzt musste ich mal schnell nach Milo gucken. Der hat gerade angefangen zu bellen. Da lief nämlich irgendein Hund vorbei, den er nicht leiden kann. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich hatte gerade gesagt, dass ich jeden Tag jetzt hier einen Teil lesen möchte. Und dann bin ich so in ungefähr 14 Tagen komplett durch mit der Reihe von den Büchern, die bis jetzt erschienen sind. Und dann kann ich im März ganz beruhigt den 6. Sammelband lesen. Das sind dann Fuchs 16, 17. 10, 18 müssten das dann sein. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und deswegen lese ich gerade jetzt nochmal die Fuchsgeschichte von der lieben Niki. Und wer gerne Jugend-High-Fantasy-Bücher liest, der ist hier genau richtig. Und wer gerne so... Milo? Also jeder, der gerne Jugend-High-Fantasy liest, den kann ich diese Reihe hier nur empfehlen. Es geht hier um Menschen mit besonderen Gaben und Fähigkeiten. Es geht um einen Krieg, der heraufzieht und um ein Dorf, was bedroht wird und um zwei Schwestern, die ihrer Bestimmung folgen müssen. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Milo nervt mich jetzt hier auch gerade mit seinem Ballgequietsche. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu berichten. Ich wollte nur mal kurz ein Hallo sagen und halt sagen, dass ich gerade die Fuchsgeschichte von Niki nochmal lese und dass das 9. Haus heute angekommen ist. Ah, ich freue mich so. Ich werde es am Wochenende lesen. Ganz entspannt und in Ruhe. Obwohl, da muss ich drehen und schneiden und ach, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich kriege das schon irgendwie noch am Wochenende mit unter. Und
da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter so zu berichten. Maido legt sich auf meinen Zettelkram. Ist okay. Hallo. Bibidi? Bibidi, guck mal da. Maido will nicht in die Kamera gucken. Ja, den befreie ich jetzt erstmal hier von dem Zettelgedönse, wo er drauf liegt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, melde ich mich dann vielleicht am Wochenende nochmal und dann beenden wir dieses Weekly Reading auch wieder, denn ich erzähle immer ziemlich viel und ziemlich lang und dann ist das Video eine halbe Stunde und dann habe ich eigentlich nur 3 Tage aufgenommen und das ist irgendwie auch doof. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage bis gleich und für mich bis in ein paar Tagen. Hallo ihr Lieben, ich musste mich mal so rumdrehen, damit ich ein bisschen Licht ins Gesicht kriege, damit ihr mich seht, weil wenn ich mich so rumdrehe, irgendwie ist das alles sehr dunkel, deswegen, ja, drehe ich mich jetzt einfach mal so rum. Ich wollte mich nochmal ganz kurz melden und kurz Hallo sagen und noch ein kleines letztes Update für dieses Weekly Reading geben, denn ich werde das Weekly Reading dann nach dem Abschnitt hier beenden. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder lang genug. Heute ist der, lasst mich kurz gucken, heute ist der 27. Januar und ja, der Januar ist schon wieder fast vorbei. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit schon wieder vergeht. Und ja, wir haben heute eine Küche gekauft. Also wir hatten die vorher schon gekauft, aber wir mussten heute nochmal hin, weil die beim Aufmaß festgestellt haben, dass das alles nicht so passt. Und ja, dann haben wir heute nochmal dort mit denen alles so zurechtgebastelt, dass es jetzt passt. Und ja, jetzt haben wir eine Küche gekauft, die irgendwann Anfang, Mitte April geliefert wird. Und da wir unsere alte Küche nicht mehr mitnehmen möchten, leben wir dann 4 Wochen ohne Küche. Weil wir Pech haben, 6 Wochen. Oder 8 Wochen. Man weiß nie. Ja, das kriegen wir aber hin ohne Küche irgendwie. Hauptsache, ich habe irgendwo eine Ablagefläche, wo ich mir mal einen Tee kochen kann oder irgendwas. Dann bin ich ja schon glücklich. Aber es wird ein bisschen chaotisch werden in den Wochen, weil wir natürlich auch die Kartons nicht auspacken können. Und wir haben ja auch keine Spüle zum Abwaschen. Und das muss dann alles in der Badewanne gemacht werden. Das ist dann schon alles immer so ein bisschen nervig. Aber da gibt es halt nur noch kalte Küche und Brot. Da muss man nur kurz ein paar Krümel wegspülen. Oh, ja, auf jeden Fall ist das Thema Küche jetzt abgehakt. Gott sei Dank können wir das jetzt auch endlich erledigen. Gott sei Dank können wir das Thema jetzt auch endlich als erledigt ansehen. Und falls ich sehr gelb im Gesicht bin, das ist die Lampe, die hat gelbes Licht. Das ist jetzt halt einfach so, damit müssen wir ins Leben, dass ich gelb bin. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Das Wochenende war sehr ruhig, sehr entspannt. Wir haben Freitag wieder gestreamt und es war voll cool. Es waren wieder ein paar Leute da und mein Pony ist hier schon wieder, es macht wieder, was es möchte. Es ist frisch geschnitten, dann ist mein Pony immer eh so ein Arschloch. Aber naja, egal. Auf jeden Fall, ja, Freitag haben wir gestreamt und es war wieder voll cool und voll schön. Und ich freue mich auch, dass auf YouTube immer ein paar Leute auf jeden Fall auch immer da sind. Und ja, hat wieder Spaß gemacht. Und am Freitag wird wieder gestreamt. Und ich habe heute schon ganz brav und fleißig das Video für nächste Woche, für diesen Sonntag jetzt, also wir sind, heute ist Montag, also für diesen Sonntag jetzt, das Video habe ich heute schon ganz brav fertig gemacht und hochgeladen und geschnitten und boah, es ist über 1 Stunde lang, das Video. Okay, nochmal. Auf jeden Fall war ich heute schon fleißig und habe das Video jetzt für diesen Sonntag fertig gemacht und es hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ich habe da gestern schon dran gesessen und geschnitten und jetzt habe ich heute nochmal dran gesessen und geschnitten und irgendwie habe ich eine ganz komische Kameraperspektive. Und ja, das Video für Sonntag ist jetzt aber fertig. Das geht pünktlich um 7 online wie immer. Und zwar gibt es jetzt am Sonntag mein Bücher High- und Lowlight-Video und das ist ungefähr über 1 Stunde lang etwas. Ja. Naja, ihr sagt ja immer, ihr wollt lange Videos, also von daher, ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass ihr Spaß dran habt. Ja, auf jeden Fall 1 Stunde. Ich habe 1 Stunde über High und Lowlights erzählt und ich habe, glaube ich, 10 Minuten allein über den Märchenerzähler geschimpft. Aber es ist nun mal ein Kackbuch und da muss ich nun mal meinen Unmut kundtun. Ich habe auch sehr viel rausgeschnitten beim Märchenerzähler, wo ich gedacht habe, nein, das kannst du so niemandem erzählen, das kannst du da nicht drin lassen. Und ja, aber das Video ist jetzt fertig. Dann habe ich jetzt gerade eine Dreiviertelstunde meine Playlists aufgeräumt. Ich habe die Playlists, die ich auf YouTube habe, seit
August 2018 nicht mehr aktualisiert gehabt. Und jetzt habe ich alle Videos wieder reinsortiert in die Playlist, dass die auch mal wieder aktuell sind, dass das mal wieder alles passt. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass wenn ich Videos habe für Playlists, dass ich die dann immer ganz brav gleich in die Playlists reinschiebe. Jetzt, dass mir sowas nicht nochmal passiert und ich nicht wieder eine Dreiviertelstunde hier irgendwelche Sortierarbeit machen muss. Gelesen habe ich heute auch noch ein Buch fertig und zwar Wild von Sophie Jordan, Atemlos vor Glück. Das ist eine New Adult Geschichte und ja, ich habe mir dieses Buch irgendwann mal als Mängelexemplar gekauft für 3 € oder so. Und ja, Sophie Jordan ist ja die Autorin von Infernale und Die wahre Königin. Gott, jetzt kam ich nicht auf den Titel. Und ja, nachdem ich ja Die wahre Königin gelesen hatte und Infernale gelesen hatte und von den Enden immer so enttäuscht war, hatte ich dann so ein bisschen Angst, ihre New Adult Bücher zu lesen und dachte so, oh, wenn das da auch so kacke ist mit den Enden. Aber nein, alles gut, alles fein. Das hier ist eine ganz, ganz süße New Adult Geschichte und die Geschichte ist vom Tempo her ein bisschen schnell und ein bisschen arg überzogen. Aber es ist eine süße Geschichte und die kann man super zwischendurch mitlesen. Ich habe jetzt trotzdem nicht das Bedürfnis, die weiteren Teile dieser Reihe zu lesen. Ich weiß nicht warum, so sehr hat es mich dann nicht angesprochen. Es gehört halt für mich in die Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichte. Aber es ist jetzt halt kein Buch, wo ich sage, oh mein Gott, das war so gut, ich muss die komplette Reihe lesen. Nein, sowas nicht. Aber ich habe jetzt eine Subleiche weniger, denn dieses Buch lag jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre auf meinem Sub. Und ja, ich habe es gelesen. Es ist eine süße Geschichte. Es geht um Georgia. Und Georgia ist so das perfekte Mädchen, die perfekte Studentin. Ey, jetzt wenn ich das Buch in die Kamera halte, bin ich ja gar nicht mehr gelb. Was ist da los? Und ja, Georgia ist auf jeden Fall das perfekte Vorzeigemädchen. Südstaaten-Schönheit. Sie trägt halt eine Perlenkette und hat immer Blüschen an und immer Kleidchen und Röckchen und Schüchen. Also wisst ihr, was ich meine? Sie ist da sehr spießig. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Sie ist so typisch die Spießerin schlechthin und ihr Leben war quasi schon durchgeplant. Sie war seit der Highschool mit ihrem Freund zusammen und ja, dann ging alles den Bach runter. Ihr Freund hat sie verlassen wegen einer anderen und hat sie als langweilig und hohl und leer bezeichnet. Und ja, das hat Georgia sehr zu bedenken gegeben. Und ja, jetzt möchte sie gerne etwas ändern und sie möchte ein bisschen wilder werden und sie möchte etwas erleben in ihrem Leben und nicht schon wie so eine alte Frau immer abends zu Hause sitzen, so wie ich. Und ja, beschließt dann, in einen Club zu gehen, den es auf dem College gibt. Das ist der Kink Club. Und das ist so ein Sexclub, wo die Studenten alle miteinander rummachen. Und naja, sie denkt sich so, hey ho, let's go, ich mach mal mit. Und trifft dann in diesem Sexclub auf Logan. Und Logan ist der kleine Bruder von dem Protagonisten aus dem ersten Teil der Reihe hier. Und ja, Georgia ist dann total verwundert, was er dort macht. Denn Logan ist auch jünger als sie, knappe 2 Jahre. Also er geht auch noch auf die Highschool. Und Logan sieht aber nicht aus wie ein Highschool-Schüler. Und ja, auf jeden Fall trifft sie dann dort auf Logan und er macht da mit 2 Mädchen rum und sie guckt da total fasziniert zu und er sieht sie und er findet das gar nicht cool, dass sie dort ist. Und ja, dann knutschen am Ende die beiden miteinander rum und dann sagt Georgia so, oh mein Gott, was habe ich getan? Du bist der kleine Bruder von Reese, oh mein Gott. Ja, dann begegnen die beiden sich immer wieder und ja, dann ist da diese gewisse Spannung und ah. Und ja, Logan möchte sie dann und Logan sieht von Anfang an mehr in ihr und er erzählt ja dann auch quasi, dass er sie schon die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet hat und so ein bisschen von Love ist mit ihr. Und Georgia will aber nicht. Und ja, was dann mit den beiden halt passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ja, es ist wie gesagt eine zuckersüße Liebesgeschichte, aber es hat mich jetzt nicht so sehr begeistern können, dass ich sage, ich möchte unbedingt die weiteren Teile dieser Reihe noch lesen. Das leider nicht. Aber süße Geschichte. Ich muss sie auf Goodreads gleich noch bewerten, kriegt 4 Sterne. Und ja, dann habe ich eine Subleiche weniger. Wupp, wupp. Ja, jetzt werde ich in mein Bett gehen und ich habe ein bisschen Angst vor morgen. Ich muss das Buch wieder in die Kamera halten, damit ich wieder nicht mehr gelb bin. Das ist krass. Normalerweise halte ich die Bücher in die Kamera und ich werde gelb. Und jetzt halte ich ein gelbes Buch in die Kamera und ich bin nicht mehr gelb. Weißabgleich. Wunder der Technik. Naja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst vor morgen. Denn morgen geht das allererste Gaming-Video auf meinem Kanal online. Und ich habe so ein bisschen Angst vor einem Shitstorm. Und ihr sagt dann alle, oh mein Gott, was machst du da für eine Kacke? Ich habe so ein bisschen Angst. Aber ihr habt ja alle gesagt, wenn euch das nicht interessiert, dann guckt ihr euch das nicht an. Und deswegen gehe ich von aus, dass ihr das wirklich nur guckt, wenn euch das interessiert. Und ich deswegen nicht ganz so viel Hate abkriege. Ja, ich habe auch nur Dead by Daylight gespielt mit Tina und ein bisschen alleine. Und
Ich habe gedacht, das ist so für den Anfang, bevor ich jetzt ein richtiges Let's Play anfange mit einem Spiel, was eine Story hat und das dann abbreche und nicht weitermache, weil es einfach niemanden, interessiert, dachte ich mir, spiele ich einfach mal ein paar Runden Dead by Daylight und gucke mal, wie das so angenommen wird und dann schauen wir einfach mal. Ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn das Video morgen online geht. Und ja, das wollte ich nur kurz erzählt haben. Ansonsten habe ich ja gesagt, halte ich dieses Gaming-Zeug hier aus den Weekly Readings raus. Ha. Ja, ich habe heute es nicht mehr geschafft, noch meine Fuchsgeschichte für heute zu lesen. Das ärgert mich so ein bisschen, aber ich muss halt auch mal andere Sachen machen. Und dafür habe ich halt das Buch hier beendet. Und die Fuchsgeschichte kriege ich jetzt im Januar sowieso nicht mehr fertig gelesen. Das ist ja der Sammelband der ersten 9 Teile. Ich habe die ersten 4 jetzt schon gelesen und ich wollte da jeden Tag einen Teil lesen, weil der ist ja immer nur so zwischen 70 und 100 Seiten lang ein Teil. Und ja, aber ich habe heute einfach keine Zeit gehabt. Das hat heute einfach alles logistisch von der Zeit her nicht hingehauen und nicht geklappt. Deswegen, ich bin schon froh, dass ich das hier gelesen habe. Und ja, jetzt muss ich ins Bett. Ich muss nämlich morgen um 4:30 wieder aufstehen, weil mein Mann hat Frühschicht. Und da frage ich den ja immer auf Arbeit und ja, deswegen gehe ich jetzt in mein Bett. Ich sehe auch irgendwie fertig aus und ich habe schon wieder das Buch nicht mehr in die Kamera gehalten. Oh Mann, das ist so heftig. Ja, ich gehe jetzt in mein Bett. Ich sage gute Nacht, wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich sehe so fertig aus in der Kamera gerade, oh mein Gott. Ja, ich bin müde, ja, aber eigentlich sehe ich so scheiße gar nicht aus. Und ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja, Hasi, beobachtest du mich? Bist du fertig? Ja. Gut. Guckst du jetzt? Ja.